Ein herzliches Willkommen zurück hier bei Greifer Company und zu einer neuen Folge von Craft the World. Ja, Kameraden, ich würde sagen, in dieser Folge werde ich natürlich dafür sorgen, dass meine Zwerge erst einmal ein schöneres Zuhause bekommen. Ein wenig ausbauen möchte ich natürlich alles und dementsprechend auch den Leuten hier noch ein paar Waffen verschaffen. Waffen verschaffen gefällt mir. Das soll jetzt in erster Linie der Hauptauftrag von mir sein, beziehungsweise die Hauptmission, die ich jetzt hier durchführen möchte. Dafür werde ich mir jetzt gleich erstmal so einen Zauberstab bauen. Das ist auch alles in Produktion. Es arbeitet alles. Sie produzieren ja gerade Glas. Sollen sie mal weitermachen, die kleinen Zwerge, die Wichte. Und da muss ich natürlich dafür sorgen, dass mein Haus hier erstens fertig wird überhaupt und zweitens natürlich auch viel schöner wird. Das sieht ja alles noch nicht so prickelnd aus hier. Meine Konstruktion. Es hat zwar alles schon ein bisschen Form angenommen. In der letzten Folge habe ich ja auch mich fleißig daran gemacht, hier vorwärts zu kommen und mich auch noch ein bisschen weiter in den Berg rein gearbeitet. Und da will ich natürlich auch weitermachen. Weiter vordringen in den Berg. Auch schön Sekten. Ich weiß jetzt genau, man soll Termin oder sowas. Das stand hier, glaube ich, in den, das kann ich mir mal gucken. Mal anschauen, was das für Viecher sein soll. Hier ist das alles nicht. Aber Zombies, auch nicht, nein. Ist alles nicht das Richtige. Wo sind die denn, die Dinger? Da waren sie doch. Riesenameise. Okay, das sind also Riesenameisen. Die sind auch gefährlich, steht da. Boah, gut, dann will ich mich nicht unbedingt direkt mit denen anlegen, sondern möglichst erst dann, wenn ich auch mit meinen Zwergen genügend Waffen gegeben habe. Also das heißt, meine Zwerge mit Waffen ausgerüstet habe. Dann werde ich mich da unten weiter vorwagen und mit den Ameisen ein wenig prügeln. Dies dauert jedoch noch etwas. Erst einmal kann ich mir jetzt so einen wunderschönen Zauberstab bauen. Ich habe kein Holz. Aha. Ich habe schon wieder kein Holz. Leute, ich habe kein Holz. Was soll denn das hier? Ihr müsst mal ein bisschen schneller arbeiten, kleinen Zwerge. Zombies hier könnt ihr auch kaputt machen. Die stören sowieso bloß. Die euch mal ein bisschen mit befassen. Und die verprügeln. Ja, deswegen müsst ihr da unten nicht alles fallen lassen, um dann hochzulaufen. Ihr seid doch alle total bescheuert, ey. Ganz im Ernst. Das sind so Sachen, die, könnte man auch anders lösen. Aber die lieben Zwerge möchten das doch wieder so machen. Einfach alles hinschmeißen und dann durch die Gegend laufen. Naja, gut. Ich muss dann auch noch schauen, dass ich hier überall Türen reinkriege, auf beiden Seiten. Am liebsten hätte ich natürlich direkt Metalltüren, aber da werde ich so schnell nicht hinkommen. Ich kann auch mal schnell schauen, sich die Metalltüren. Hier waren ja die Holztüren. Metalltür. Metalltür. Oh. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon überblättert habe. Ich glaube zwar nicht. Hier hinten. Bis zur Eisentür ist noch ein ganz schönes Stück Arbeit. Also ich kann schon mal ganz mit Gewissheit sagen, dass ich das in dieser Folge nicht schaffen werde. ja, gut. Ich will jetzt natürlich auf jeden Fall noch ein paar Waffen bauen, um dann hier oben vorwärts zu kommen und Fallen zu bekommen und Absperrung und sonstiges, damit ich dann hier Gerüste bekomme, weil die brauche ich eben, um besser mein Haus bauen zu können, weil dann kann ich Gerüste aufbauen, die ich auch wieder einsammeln kann, um so hier eben in der höheren Ebene zu bauen, ohne dort direkt eine Zwischenwand zu bauen, beziehungsweise eine, ja, wie soll ich das am besten beschreiben, eine Abgrenzung zu machen, wo die Zwerge drauf rumlaufen können. Mit den Gerüsten habe ich die Möglichkeit, dass ohne extra Abgrenzung zu machen, also ohne solche Wege hier, und dann müssen die auch nicht klettern und ich muss nicht alles voller Leitern bauen. Da will ich mich natürlich jetzt hinarbeiten als erstes. In der Hoffnung, dass ich das in dieser Folge schaffe, das kann ich aber auch nicht prophezeien, das heißt es abzuwarten. Noch sind die Kollegen ja jetzt hier beschäftigt, das Eisen einzusammeln, das sie geerntet haben bzw. abgebaut haben. Hier hinten wollte ich eine Fackel hinbauen, deswegen war eine kleine Aussparung da. Das sollen sie dann auch tun. Schon wieder ganz viele Skelette an hier. Das ist mir aber eigentlich auch egal. Sollen sie mal kommen. Inzwischen habt ihr doch das Glas abgeliefert, oder? Und das Holz auch. Dann kann ich jetzt nämlich so einen, genau, dann kann ich so einen wunderschönen Stab hier bauen. Dann habe ich schon mal für die Magier, ich habe ja glaube ich zwei Magier-Zwerge gehabt, die habe ich dann schon mal Waffen. Zwei Stück, dann ist mir das Holz alle. Und als nächstes hätte ich dann gerne Kolben, Streitkolben habe ich mir auch schon gebaut. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Äxte habe ich auch noch. Okay, dann kann ich natürlich höchstens noch schauen. Bögen habe ich auch, dass ich mir...
baue. Welcher kann man nicht einfach so bauen? Ist erstmal egal. Kann ich natürlich den Jungs hier jetzt auch direkt, wenn ich die, Quatsch, nicht hier, wenn ich die Sachen habe, kann ich die Leute doch auch ausrüsten. Ich möchte dir einen Bogen geben. Ach, die Pfeile sind automatisch, alles klar. Okay, du bist ein Schmied, bekommst erstmal gar nichts. Du bist Kletterer und Tischler, Jäger. Jäger kann auch einen Bogen haben. Du bist ein Magier, du bekommst einen von den Stäben, wenn sie dann fertig sind. Du bist ein Krieger, dann bekommst du so eine Keule. So eine wunderschöne Axt hier kannst du auch haben. Die Spitzhacke hebe ich mal noch auf. Du bist auch ein Krieger, bekommst die Keule. Kletterer, Fischer und Koch. Ja. Hier, du kannst auch noch so eine Axt haben, dann musst du nicht mehr mit deinem komischen Messer rumlaufen. Kommst, du hast auch Bergarbeiter, ja, hier hast du noch einen schönen Knüppel, eine Keule und dann kannst du damit auch rumkeulen. Mit der Keule. Kommst jetzt auch so eine Metallaxt, Spitzhacke, Axt sag ich schon, Spitzhacke, du hast schon eine, du hast eine normale, du kannst jetzt auch noch eine normale haben. Alles, was übrig ist, muss hier verteilt werden. Mit alle ausgerüstet sind, habe ich. Gut, dann ist das erstmal abgeschlossen. Wie wir sehen, hat er jetzt auch den Bogen direkt in Beschlag genommen und feilt damit rum. Sehr schön. So ist er von direktem Schaden schon mal ausgeschlossen. Und die anderen machen auch alle ein bisschen mehr Schaden, weil sie jetzt ja bessere Waffen haben. Das ist natürlich sehr praktisch. Schon mal eine geringfügige Optimierung. Jetzt müsste ich immer noch schauen, wie viele Punkte brauche ich noch, damit ich die Stäbe fertig habe. Und dann müsste ich eventuell noch ein paar Pfeile bauen oder eben so eine Bogenschützenhandschuhe, also Handschuhe des Bogenschützen. Oder ich mache halt den Hornzauber. Könnte ich eigentlich auch einfach machen. Bringt mir aber nichts. Das ist ja nur, um die Leute zusammenzurufen. Und da habe ich jetzt gerade gar keinen Nutzen für, also lasse ich das mal lieber. Dann kann ich doch lieber erst noch ein paar mehr von den Stäben bauen. Bauen wir gleich drei. Ist ja auch egal. Hauptsache Punkte. So bauen kommen. Hier bauen wir noch so ein paar von den Dingern. Halt möglichst schnell Punkte zu generieren, damit ich das Level für die Produktion erhöhe und dann bessere Sachen bauen kann. Das soll es sein. Lauf da unten und arbeitet. Hier ist noch eine Menge Eisen. Das müsst ihr alles noch abarbeiten. Ich würde sagen, ihr baut dich hier rein, damit ihr da oben mal ankommt. Da kommt ihr nicht hoch, oder was? Okay, da kommen sie nicht hoch. Das ist dann auch wieder so ein Moment, wo ich mir sage, ich hätte jetzt gerne schon Gerüste, habe ich aber noch nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Holz. Da arbeitet gerade keiner. Wäre schon schön, wenn die Jungs jetzt hier mal ein bisschen Gas geben und das alles abarbeiten. Aber das schleift alles noch ziemlich. Das hier wollte ich auch alles einebnen. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen Gas geben, Leute. Sind alle ein bisschen zu langsam. Ihr könnt ja die Geschwindigkeit noch ein Stückchen erhöhen, damit das hier etwas schneller vonstatten geht. Und der Erfolg nicht allzu lange auf sich warten lässt. Ist alles soweit in Ordnung. Da könnte ich jetzt auch nichts weiter dran ändern. Alle fleißig am Rumlaufen hier. Rüstung könnte ich euch bauen, aber ich habe glaube ich keine weiteren. Die Standarddinger. Ja, das bringt mir nichts. Ich könnte noch so eine Handschuhe bauen. Einfach nur für den Bogenschützen, damit er auch ein paar schöne Handschuhe hat zum Bogenschießen. Ist auch nicht verkehrt. Soll er haben. Waren die direkt gebaut? Ich glaube, ne? Und hier, genau, die sind sofort fertig. Kann ich ihm dann auch hier, ach, hier vorne ist er doch schon, dann kann ich ihm die auch gleich geben. Damit erhöhen wir dann seine Bogenschießfertigkeit geringfügig. Ich weiß nicht, wie viel, es sind drei, ne? Ja, um drei. Das ist, ja, ist nicht die Welt, aber ist besser wie gar nichts. Dementsprechend bitteschön und auf Wiedersehen. Ihr sollt jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, Leute. Was habt ihr denn da Schönes gefunden? Ein Fischerbuch. Das ist auch sehr schön. Nicht alles, nur bis hier, weil ihr müsst da oben die ganze Ecke auch noch machen und dann braucht ihr ja die Stufen. Sonst könnt ihr nämlich nicht vernünftig arbeiten. Das Problem kenne ich schon und dementsprechend müssen wir dem gleich vorbeugen. Hier möchte ich bitte, dass ihr einmal normale Erde hinmacht, damit dort später eventuell auch was wachsen kann. Sehr schön. Das ist schon mal schön. Kommen wir wenigstens der Sache hier näher. Bäume wachsen auch neue. Das ist auch sehr gut. Die könnt ihr dann gleich wieder fällen, weil ich will ja, dass ihr dort
wie er das Holz beschafft, damit ich erstens mehr Leitern bauen kann, was ich jetzt direkt tue. Dürftet ja schon Holz geändert haben, aber noch nicht genug. Noch nicht genug. Ich habe ja hier inzwischen auch diese wunderschöne Brücke gebaut. Angefertigt gehabt in der letzten Folge schon. Mit der will ich hier die erste Abgrenzung ziehen, damit die Leute dort dann arbeiten können. Wenn ich hier so eine kleine Grenze ziehe. Gesagt, später werde ich das mit den Gerüsten machen, die ich ja dann in meiner Forschung hier, ich nenne das jetzt einfach mal Forschung, also Technologie-Tree, der Technologiebaum, in dem kriege ich ja das dann. Die Gerüste, mit denen würde ich das dann später alles machen, aber da ich die im Moment noch nicht habe und das noch zu lange dauert, bis ich dort ankomme, werde ich das jetzt erst einmal mit diesen Brückenteilen machen. Holzbrückenteilen, weil dadurch haben die dann hier oben einen Weg, an dem sie auch lang gehen können. Sieht zwar nicht besonders schön aus, aber ist erstmal zweckmäßig und das reicht. Für den Anfang reicht es. Hauptsache die Zweckmäßigkeit ist gegeben und damit bin ich schon mal ganz glücklich. Wenn die nämlich hier auch schon mal die Wände weiter verbessern und so sieht das dann alles auch schon ein wenig schöner aus. Damit habe ich dann im Prinzip auch schon gleich eine zweite Etage geschaffen, die ich dann später natürlich auch ja, nutzen möchte, aber ich werde die dann noch ein bisschen optimieren, weil ja, letztendlich sieht das nicht so schön aus, wie ich es gerne hätte. Dementsprechend werde ich das später noch ein bisschen umbauen, alles. Aber für den Anfang muss es jetzt reichen. Ich kann ja die Brücke später auch wieder abbauen, das ist ja alles kein Problem. Das ist dann nur eine Frage von ja, Aufwand, aber das lässt sich relativ schnell alles beheben. Dementsprechend werde ich das jetzt einfach so umsetzen, wie ich das gedacht habe. So, dort hinten ist ein großes Loch und ein Durchgang. Dann möchte ich, dass sie dort auch weiterarbeitet. Fürs Erste benötige ich aber wieder mehr Fackeln. Kann ich einfach mal so aus dem Nichts erschaffen. Ich möchte, dass ihr genau das da abbaut und dann das da. Damit dort eine Fackel hinkommt. Dann könnt ihr hier die Pflanzen abreißen. Wir dort lang gehen können und dann dort auch arbeiten. Den Durchgang müsst ihr auch wieder frei machen. Oh, Zombie-Action. Die Zombie-Action geht weiter. Ich hatte schon 8 in der letzten Folge gekillt. Muss jetzt also noch 12 killen. Da kommen sie gerade alle raus. Ich sage, lauft da mal alle hin und kümmert euch um die Zombies. Damit wir hier den Erfolg freischalten können. Ich hoffe, dass das 12 Stück sind, aber ich denke mal schon, die dürften noch ein paar ja noch nachkommen. Dann müsste das bis zu den 12, die ich noch brauche, reichen. Ich jetzt pauschal von aus. Achso, meine Zauberstäbe sind ja fertig. Dann kann ich schnell meinen Magiern noch die Zauberstäbe in die Hand drücken, damit die dann auch ein bisschen mehr Schaden machen. Ein bisschen effizienter sind. Ich habe auch noch eine Keule, habe ich gerade gesehen. Kriegst du noch schnell eine Keule, damit die Leute hier auch alle dich Schaden machen können. Jeder, der keine Waffe hat, bekommt jetzt eine Waffe oder halt einen Zauberstab in die Hand gedrückt. Egal, Hauptsache ihr macht Schaden, der macht 10, deine Keule macht 15, dann bleibst du bei der Keule. Fertig. So, dann könnt ihr jetzt natürlich zusehen, dass ihr hier die Zombies vernichtet kriegt. Sieht schon mal ganz gut aus. Sind aber auf jeden Fall noch nicht genug Zombies. Ich hoffe, da kommen noch ein paar nach. Das ist auch noch ein Zombie. Aber das reicht immer noch nicht. Das sind nicht genug. Ich brauche mehr Zombies. Noch woanders irgendwelche Zombies aufgetaucht. Laufen ein paar Skelette rum. Noch mehr Skelette. Alle vom Friedhof gekommen. Das ist mir aber relativ egal. Ich brauche Zombies. Ich benötige Zombies. Da ist noch ein Zombie. Könnt ihr noch platt machen? Das scheint es auch gewesen zu sein. Natürlich ein bisschen traurig. Da liegt noch eine Menge Holz rum. Müssten wir bei der nächstbesten Gelegenheit mal ernten. Da hinten war noch ein Zombie, aber der bringt mich nicht weiter. Das heißt, mir fehlen im Prinzip immer noch 5 Zombies. Das ist natürlich sehr traurig. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Schade eigentlich. Oh, da ist ein neues Portal. Und da kommt noch eine Welle von Zombies. Sehr gut. Das ist auch die ausreichende Menge an Zombies. Jetzt müsst ihr die nur noch platt machen. Und dann habe ich das erfolgreich abgeschlossen hier. Die Herausforderung. Ich habe irgendwas eingesammelt. Ein Messerchen hast du eingesammelt. Das ist natürlich schön. Wer hatte Knüppel? Knüppel haben die ganz hinten. Da kannst du mehr Spitzhacke ein Messer kriegen. Machst ein bisschen mehr Schaden mit. Jetzt macht mal die Zombies platt, Leute. Müssen die sich gleich alle wieder ins Bett legen, die Zwerge, weil sie alle wieder total fertig sind.
Nur ein paar Zombies kaputt gehauen und schon total fertig. Das ist schon echt traurig. Aber gut, auch nicht weiter schlimm. Wenigstens habe ich den Erfolg dann freigeschaltet, beziehungsweise die wunderschöne Aufgabe erfolgreich abgeschlossen und erfüllt. Das macht mich eigentlich sehr glücklich und dementsprechend passt das. Ich habe erst einen Stern von drei. Oh Gott. Ich bräuchte jetzt nochmal fünf Zombies, um den nächsten Stern zu kriegen. Weil ich glaube, oh, da kommen noch ein paar. Könnte funktionieren. Das Problem ist nur, da kommt auch schon wieder so ein blöder Yeti. Das Gute ist, ich habe jetzt ja Fernkämpfer. Und der Yeti kommt ja nicht durch den Eingang durch, weil er zu groß ist. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Weil dadurch kann ich den Yeti ja dann am Eingang töten. Ohne dass er großartig Stress verursacht hier. Ja, meine Zwerge sind alle schon ja ganz schön ramponiert mit dem Leben. Alle schon ja sehr runter. Ist nicht so optimal. Ja, wo ist dein Bett? Dein Bett ist irgendwo da unten. Also ganz viele Betten kannst du dir eins aussuchen. Wie ich gerade feststelle, sind meine Nahrungsmittel auch alle aufgebraucht. Ich sollte mal wieder welche zur Verfügung stellen. Das kann ich auch gleich tun. Hatte ja, ich weiß nicht, in der letzten Folge oder vor zwei Folgen ausreichend Nahrung hergestellt und die möchte ich hier jetzt einfach mal verteilen, habe ich jetzt gemacht. Und können die lieben Zwerge sich auch ein bisschen was einflößen? Jetzt haut der Zombie ab, ich fasse es nicht. Oh, eine wunderschöne Kiste. Auch toll. Hier, ihr müsst, versucht mal bitte noch, Zombie-Action ist vorbei, dann tötet die anderen vier, da ist auch noch eine Kiste. Ganz viel Gold, das ist aber schön. Und Schädel, ich weiß nicht, wofür die gut sind, werde ich gleich herausfinden. Den Zombie müsst ihr nicht mehr töten, das hat keinen Sinn. Hat die Kiste habe ich jetzt für dieses kleine Event bekommen. Die zweite, die erste Kiste war ein Standardgeschenk und die zweite Kiste für das kleine Event. Auch nicht schlecht, fand ich ganz gut. Jetzt muss ich natürlich nur die Frage, was bringt das, die Skelettschädel, was bringen wir die und die ganzen anderen Sachen. Aber es könnte sein, dass das Nahrung ist. Werde ich gleich wissen, wenn die Zwerge es eingesammelt haben. Hier oben könnt ihr natürlich auch wieder schauen, dass ihr in die ganzen Bäume fällt. Ich benötige immer Holz, und zwar viel. Holz ist immer gut, also her damit. So, jetzt haben die das eingesammelt. Aha, Brötchen. Ja, Skelettbrötchen, finde ich auch cool. Spinnennetzkuchen. Hexenfingergebäck, alles klar. Gut, das sind also Nahrungsmittel, wie ich es irgendwie schon erwartet hatte. Dann ist das da wahrscheinlich Blutbowle oder wie auch immer das heißen wird. Gehe ich jetzt mal von aus, er sammelt es jetzt gerade ein, liefert es jetzt ab. Dann schauen wir mal. Ah, es ist nur Punsch. Ich hätte jetzt gesagt, es ist Blutbowle, aber es ist nur Punsch. Auch nicht so schlimm, alles gut. Ah, das alles abgeladen und wir haben das natürlich jetzt schön in meinem Lagerbestand aufgenommen. Das werde ich dann demnächst auch an meine Zwerge verfüttern, wobei ein bisschen Platz ist ja noch, also kann ich das gleich verfüttern. Eine schöne Spinnennetzkuchen. Ja, bitteschön. Wundervoller Spinnennetzkuchen. Plätze auch alle voll. Dann können die Zwerge sich das jetzt einhelfen. Habt ihr noch ein bisschen Gold und Silbererz eingesammelt? Das bringt mich jetzt persönlich aber nicht wirklich weiter. Zumindest für den Moment noch nicht. Und ihr müsst jetzt zusehen, dass ihr da oben das Holz erntet. Kleinen Kollegen hier. Zwerge hier. Währenddessen könnt ihr natürlich auch noch was abernten, abbauen. Damit das da vorwärts geht. Und hier vorne den Schnee natürlich gegen Erde austauschen. Damit dort später dann was wachsen kann, weil ich eventuell hier unten meine Getreidefelder dann anbauen werde. Und eine Schafzucht auch aufmachen. Das muss ich dann aber noch schauen, aber das werde ich wahrscheinlich tun. Zumindest jetzt erstmal meine Vorstellung. Da muss man mal schauen, wie wir das am besten organisiert kriegen hier. Kannst du auch alles ersetzen? Was Neues eingesammelt? Oh, das ist natürlich, ja, das finde ich auch sehr schön, sowas. Das ist die Frage, wem gebe ich das? Hat natürlich wesentlich mehr Rüstung, wie der ganze Schmann, den ich hier sonst habe. Da volle Maske haben und du kriegst hier noch den Heiligenschein. Und dann habe ich jetzt noch Standard Eisenhelm übrig. Den kannst du haben, dann hast du auch bisschen mehr Rüstung. Die Holzhelme, die ich mir gebaut hatte, sind alle übrig. Die können dann irgendwann mal verwurstet werden. Die haben ja keinen Zweck weiter. Gut. Das dazu. Jetzt müssen die Leute hier noch ein bisschen Gas geben mit dem Produzieren. Der jagt hier die Dodos. Kleine Wichtel. Soll er machen.
Ich möchte jetzt von euch haben noch ein paar Leitern. War es auch schon wieder. Mein Holz ist schon wieder alle. Mein ganzes Holz ist alle. Ihr müsst mal hier ein bisschen Gas geben, Jungs. Ihr kriegt hier ein Portal, damit ihr das Holz schneller transportieren könnt. Das dauert mir nämlich alles ein bisschen zu lange hier. Genau, er benutzt das auch gleich sehr gut. Kann das ein bisschen schneller hier alles transportiert werden. Muss nicht ewig stundenlang durch die Gegend geschleift werden. Das ist echt nicht sehr sinnvoll. Es dauert mir alles zu lange. Ich brauche einfach mehr Holz. Dann kann ich nämlich meine Leiter hier auch weiter nach oben bauen. Und ich kann jetzt schauen, dass ich mir noch ein paar neue Wände mache. Eventuell an die Fenster habe ich noch nicht. Ich hätte jetzt sonst gesagt, ich baue mir auch noch ein Fenster, weil kann ich noch nicht herstellen. Also nur Wände. Leiter könnt ihr gleich bis nach da bauen. Hier auch nochmal schauen, dass ihr hier die Steinwände weiterbaut. Dass es auch ein bisschen vorwärts geht. So weit wie möglich könnt ihr das bauen. Das Holz habt ihr immer noch nicht abgeerntet. Ihr macht irgendwie alles, nur nicht das, was ihr machen sollt. Das ist echt lästig mit euch, Jungs. Fürchterlich sowas. Noch eine wundervolle Kiste, schön. Ja, immer her damit. Ich mag Geschenke. Immer her mit den Geschenken. Ach so, ich wollte mir noch eine Tür bauen. Mal schauen, Schloss brauche ich dafür. Schloss brauche ich. Eisen, das habe ich. Brauche ich gleich zwei Schlösser, weil ich brauche ja im Prinzip zwei Türen. Ich brauche bloß noch mehr Holz. Da wird sich jetzt gleich einer an die Schmiede setzen und dann die Schlösser anfertigen. Kämpft immer noch mit dem Dodo. Auch schwer zu tun da unten, der kleine Wichtel. Weiß ja nicht, wann er es schaffen will, den zu töten, aber er wird es schon irgendwann schaffen. Ein Stückchen ranzoomen. Ist das hier an? Noch dicht, er geht leider nicht. Könnt ihr das Zeug auch abernten? Hier könnt ihr mir noch eine Fackel hinbauen. Töte den, ich will sehen, wie du ihn tötest. Komm schon. Macht's nicht. Jetzt aber. Los. Kriegst du nicht mal den Dodo getötet? Das ist echt traurig, du Typi, du. Ja, das dauert wohl noch Ewigkeiten. Ja, ich wollte hier hinten auch noch eine Fackel bauen. What? Oder wollte ich die dort bauen? Weiß ich nicht mehr, ist egal. Dort kommt jetzt auf jeden Fall eine hin. Dann könnt ihr in der nächstbesten Gelegenheit dort auch klar, die Kohle abernten. Und dann würde ich sagen, ich werde die Folge hier für heute beenden. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein hier bei Greifer Company zu einer neuen Folge von Craft the World oder von Die Gilde 3. Habe ich ja momentan auch noch am Laufen. Würde ich sagen, lasst noch ein paar nette Kommentare da, eventuell ein Däumchen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich euch empfehlen, abonnieren. Ansonsten macht's gut, Kameraden. Bis zum nächsten Mal, euer Greifer. Ciao, ciao.